130 Tonnen schwer, 32 Meter lang, 3,60 Meter breit. Hardy Faber mit Teilen einer Windkraftanlage auf der Autobahn. Dieser Gigant ist fast nur nachts unterwegs. Seit 20 Jahren macht Hardy den Job. Die Arbeit, die wir machen, ist schon unwahrscheinlich. Das zerrt unwahrscheinlich am Gemüt. Aber das muss ich noch ein paar Jahre machen. Ob ich das aushalte, ich weiß es nicht. Ende der Nacht beginnt die schwierigste Operation. Einfahrt der Schwerlaster auf die Baustelle. Eng, schlecht befestigt, alles dunkel. An einer Kreuzung weiß keiner mehr, wo es lang geht. Ich muss jetzt einmal ein Stück zurückfahren, damit ich überhaupt rumkomme. Weil da haben sie sich rumgepennt hier. Wir haben keine Annahme gekriegt, wo wir hin sollen. Er entscheidet sich für die rechte Zufahrt. Sein Begleiter ist in Urlaub. Die Aushilfskraft gibt grünes Licht, ein folgenschwerer Irrtum. Hardy bleibt hängen. Nun, hättest du nicht sagen können, ich komme ja hier nicht mehr den Huckel hier hoch. Mehrere Versuche scheitern. Keiner weiß warum. Hardy probiert es immer wieder. Er kommt nicht vom Fleck. Die Nerven liegen blank. Razzi fix, gibt da ja nicht. Antworte doch mal. Für was haben wir so eine Scheiße eingebaut? Keine Antwort vom Begleiter. Da kriegst du mal halt Maul auf, was da passiert, oder nicht? Ja, zurück hier, allen Scheiß hier. Ich komme ja nicht mehr hoch hier. Mike? Die ganze Kolonne Mike. Aufgehalten. Mike! Der Ersatzbegleiter ist nervös. Jetzt erst erkennt er, was los ist. Die schwere Last hat sich im tiefen Boden verhakt. Wie lange stehst du da schon und sagst, dass das noch immer noch aufliegt? Hardy pumpt den Aufleger nach oben bis zum Anschlag. So löst sich die Achse aus der Erde. Er ist immer noch sauer. Ist voll ausgehoben, Junge. So ein Huckel muss er mir doch ansagen. Hardy ist bedient. So ein Ärger nach 15 Stunden Arbeit. Feierabend. Ich mache jetzt Feierabend. Ich lasse ihn so hochgepumpt, weil ich ja morgen früh, wenn sie mich rufen, wieder runter, rückwärts den ganzen Weg wieder runterfahren muss. Und dann ist die Sache durch. Ich mache jetzt Feierabend. Die können mir alle am Arsch lecken. Köln. Eine Handvoll Trucker mit ihren Familien demonstrieren für die Einhaltung des Mindestlohnes. Kollegen aus Osteuropa machen den Markt kaputt, fahren für Dumpingpreise. Erich ist in Rente und trotzdem mittendrin. Ja, und man muss auch an die Zukunft von der Jungen denken. Ne? Und deswegen wollen wir ja die Jungen unterstützen, damit die wieder eine Zukunft haben. Für alle Dinge eine bezahlte Zukunft. Kundgebung auf dem Domplatz. Die Trucker beklagen die immer härteren Bedingungen in der Branche. Viele Fuhrunternehmer ignorieren Pflichtpausen und Lenkzeitvorschriften. Aber wer hört schon auf 3 Dutzend Trucker? Die Fahrer, kein Thema, die zeigen keinen Zusammenhalt, sieht man ja hier an der spärlichen Teilnahme. Wenn ich mir vorstelle, dass 1 Million Lkw unterwegs sind in Deutschland und das Häufchen Elend hier betrachte. Am Rande der Kundgebung haben sich morgens um 10 Touristen zum Frühshoppen niedergelassen. Sie haben so gar nichts übrig für die Sorgen der Fernfahrer. Wenn ich einmal in Köln da bin und einen Ausflug mit Freunden mache und setze mich da her, dann können die da nicht das Demonstrieren anfangen. Die sollen woanders hingehen. Wir wollten ein ganz gemütliches Wochenende hier in Köln verbringen, setzen uns das erste Mal gemütlich nieder, werden von drillerpfeifenden Leuten überfallen. Geht überhaupt nicht. Aber die feuchtfröhliche Männerrunde kann sich bald wieder freuen. Die Kundgebung ist beendet. Erich berät noch einen jungen Kollegen, der ganz am Anfang seiner Fernfahrerkarriere steht. Wenn der in die Schule kommt, dann siehst du den Jungen nicht, wie er lernt. Du siehst nicht, wie er Streiche macht. Ja. Du erfährst es am Wochenende von deiner Frau. Und am Wochenende sehe ich erst einmal, was hat er über die Woche überhaupt gelernt.
wie hat das sich entwickelt? Das sehe ich meistens nur am Wochenende. Das ist das Schlimme. Das ist, sage ich mal, krass. Anders, da kann man es nicht ausdrücken. Und für alle Dinge gehört die Partnerin dazu, das stimmt, die das mitmacht. Das ist schwierig heutzutage. Schon eine Stunde bevor er weiterfahren darf, hat er sich den Wecker gestellt. Kai, der Autotransporter, hat auf der Einfädelspur übernachtet. Er muss schnell wegkommen, hat nur noch einen Gedanken im Kopf. Ja, die Operation meiner Tochter war, ich will jetzt sehen, dass ich nach Hause komme oder ich da hinkomme zu der Lütten. So. Vielleicht schaffe ich es noch, dass ich pünktlich da bin, weiß ich ja nicht. Versuchen kann man es ja noch. Ja, die Wartezeit der letzten Tage hat uns ja ganz schön nach hinten geschmissen, aber probieren möchte ich schon ganz gerne. Eigentlich wollte er vor der Operation seiner Tochter schon da sein. Das wird er wohl nicht schaffen. Jetzt will er wenigstens dann bei ihr sein, wenn sie aus der Narkose aufwacht. Durch die Alpen geht alles glatt. Doch kaum hat er die deutsche Grenze hinter sich, schon wieder ein langer Stau. Also der Plan mit dem heute Abend im Krankenhaus sein, der wird wohl nicht aufgehen. Irgendwas passiert immer. Das ist gerade, wenn irgendwas wichtig ist. Wenn nichts vorhast zu Hause, dann bist du pünktlich da. Hast du was vor, klappt nie was. Die letzten Vorbereitungen vor der Operation in der Hamburger Kinderklinik. Darlene, seine Tochter, weiß, dass ihr Vater alles gibt. Also er hat es noch nicht geschafft vor der Operation, aber ich denke, er ist auf dem Weg. Gleich geht es los. Ihre schwere Gehbehinderung soll mit einem komplizierten Eingriff gelindert werden. Zurück auf der Autobahn. Ein schwerer LKW-Unfall. Kai ist entsetzt. Ein schlimmer Anblick. Offenbar ist der LKW, beladen mit tonnenschweren Papierrollen, in die Leitplanken gerast. Wahnsinn. Kai glaubt, die Ursache zu erkennen. Reifenplatte. Konntest du sehen auf dem Asphalt. Hast genau gesehen, wo vorne der Reifen geplatzt ist, wo er abgedriftet ist. Du musst nicht unbedingt drüber nachdenken. Ich glaube, wenn du das machst, dann kannst du den Job auch gleich nachreichen. Doch dann gibt er wieder Gas, um schnell zu seiner Tochter zu kommen. Brandenburg. Polizeihauptmeister Werner Weinhage hält Ausschau. Den greifen wir uns. Mit ihrem Hightech-Fahrzeug stellen sie Verkehrssünder auf der A12. Nee, er hat den zweiten auch schon überholt. Auf der gesamten A12 zwischen Frankfurt-Oder und Berlin herrscht Überholverbot für Lkw. Er zieht Witter raus. Schnell ein zusätzliches Beweisfoto aus der Hand, damit keiner leugnen kann. So, Kilometer 39,0. Mach dich weg. Na, werden wir ihn mal befragen, warum er so eilig hat. Auf dem nächsten Rastplatz ist er dran. Nicht nur wegen seiner wilden Fahrt. Porsche. Ja, du hast ein Problem, Panja. So. Sie entdecken auch noch eine ungesicherte Gasflasche. Das kann übel ausgehen. Eine Bombe in der Fahrerkabine. Das ist gefährlich. Er hat zwar in der Kiste stehen, aber trotzdem, die ist ja nicht richtig gesichert. Wenn die jetzt hoch dagegen schlägt, oben geht die Kappe ab und das Gas tritt frei. Bei einem Unfall ist das wie eine Bombe. All das kostet den Fahrer einen halben Monatslohn Strafe. Aber die Beamten ahnen, er wird es wieder riskieren. Aus Angst um den Job. Wir stehen immer unter Zeitdruck und im Stress. Dazu noch das dauernde Verkehrschaos. Deshalb passiert sowas. Ein Wissenschaftler hat mal gesagt, dass das Herz eines Lkw-Fahrers 17 Jahre älter ist als sein biologisches Alter. Das heißt, wenn ich jetzt 29 bin, ist mein Herz 47 Jahre alt. Fast so alt wie von einem 50 Jahre alten Mann. Jung, studiert, unter Druck.
Darlene wird betäubt. Kais Tochter steht nun eine lange Operation bevor. Die Chirurgen machen sich bereit für den Eingriff. Darlene litt während der Geburt an Sauerstoffmangel. Das führte zu Missbildungen an Beinen und Hüften. Jetzt sollen die Knochen und Kniegelenke gestärkt werden. Darlenes Vater Kai ist erst im Norden Bayerns. Er weiß jetzt, mit seinem Autotransporter wird er es heute nicht mehr schaffen. Er beschließt einen Fahrzeugwechsel, will unbedingt beim Aufwachen da sein. Ja, moin, Moritz Jakob von der Firma K-Logistik. Ich bräuchte einen Mietwagen übers Wochenende. Hättet ihr dann eine Möglichkeit, irgendwie eine Werbegebiete oder so, wo ich den LKW da stehen lassen kann, wo der auch sicher steht? Alles klar, besten Dank. Tschüss. Ja, Mietwagen haben wir gekriegt. Gut. Ab Richtung Krankenhaus. Irgendwo in einem kleinen Dorf hinter Coburg kann er seinen Truck samt wertvoller Fracht auf einem Bauernhof abstellen. Der Mietwagen ist schon da. Kai gönnt sich nicht mal mehr eine Verschnaufpause. Er hat noch fast 600 Kilometer vor sich, bis in die Hamburger Kinderklinik. Ein heißer Ritt, aber er kann es schaffen. ...17.000 Liter Mineralwasser statt Papierrollen. Erich ist mal wieder ausgebrochen aus dem geregelten Rentnerleben. Zurück auf dem Bock. Er fährt diesmal aber keine Urlaubsvertretung. Erich hat sich etwas ganz Neues ausgedacht. Gemeinsam mit einem Kollegen sammelt er Spenden für Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Afrika. Zwei große Getränkehersteller unterstützen sie dabei. Ich glaube schon, dass ich die Asylsuchenden oder die Flüchtlinge Wasser zu schätzen wissen. Auch wenn sie manchmal auf dem Wasser waren und ihr Leben riskiert haben auf dem Wasser. Getränke im heißen Sommer, darum hatte das Rote Kreuz gebeten. Erich verfolgt die Flüchtlingskrise schon länger. Er hat das Gefühl, helfen zu müssen. Das ist für mich absolutes Neuland, für andere Leute betteln zu gehen. Ne? Und auch den Leuten zeigen, ihr seid nicht allein hier, ihr seid unsere Gäste hier. Und das ist eigentlich mein Hauptbeweggrund, was wir eigentlich damit deutlich machen wollen. Erich hat doppelt Freude. Erstens wieder auf dem Bock, zweitens auch noch helfen. Das Rentnerleben mit der Frau muss warten. Meine Frau tut mir manchmal leid, also die musste sich immer ausbaden, was ich da anstelle. Andererseits ist er daheim keine wirkliche Hilfe. Rückblick. Ist die Kleider LKW. Erich zu Hause in der Pfalz. Einkaufen mit Ehefrau. Erika, kann man da was mitnehmen? Oder? Was will ich da holen? Daheim noch alles. Erdbeer oder was? Nein. Aber wirklich nicht. Chips werden genehmigt, aber gleich zwei Packungen. Wer soll denn das alles essen? Du fährst euch Schmuseröllchen. Ich mach nichts richtig. Nur Kritik und falsch. Und ich mach nichts richtig. Vom Alleinherrscher zum Knecht. Erich ist willig, Erika streng. Auch beim Putzen. Nicht leicht, hör auf, nicht leicht reiben. Die steht ja mit der Peitsche dran, Sklaventreiber. Ach was, bin doch nicht streng. Der braucht es. Mein LKW fehlt mir, mein gewohnter Trott. Das ist nichts für mich da. Erich kommt immer wieder zurück hinters Steuer. Aushilfsjob oder Ehrenamt wie hier. Diese Mischung macht sein Leben als Teilzeitrentner erträglich. Alles besser als Haushaltshelfer. Das ist nicht so das Richtige für mich. Das
Da stehe ich lieber auf der Autobahn im Stau, wie ihr in irgendeinem Supermarkt im Hausfrauenstau. Da hat er seine Alternative. Zäher Verkehr mitten im Rhein-Main-Gebiet. Seit 5 Stunden liegt Darlene, die Tochter von Kai, jetzt schon unter dem Messer. Die OP ist aufwendig, scheint aber gut zu verlaufen. Also wir sind jetzt gerade fertig geworden und es hat alles gut geklappt, gab gar keine Probleme. Die Kniegelenke sind gerade, Spitzfuß hat es ja auch nicht mehr. Und jetzt nähen wir noch fertig zu, machen einen Verband und dann kommt noch jemand, ein Orthopädietechniker, der macht noch Abdrücke für Orthesen und dann kann sie rüber in den Aufwachraum. Kai hat Glück gehabt. Kein Stau, wenig Baustellen. Er ist bis Hamburg gut durchgekommen. 5 Stunden Vollgas nach einer anstrengenden Woche. Er hat alles gegeben. Kai ist hin und her gerissen. Er freut sich, dass er gleich bei seiner Tochter ist. Und er fühlt sich schuldig, weil er nicht gestern schon da war. Seit 20 Minuten ist sie im Aufwachraum. Ihre Mutter, Kais Ex-Frau, ist sichtlich mitgenommen. Langsam kommt Darlene zu sich, friert und wimmert. Die Betäubung lässt nach. Es war ein schwerer Eingriff. Aber Kai hofft, dass Darlene dadurch bald besser laufen kann. Und dann kann auch Kai seine Tränen nicht mehr zurückhalten. So, jetzt hast du gerade mal einen Moment eingeschlafen. Und ja, das sind die Momente, wo ich den Job absolut hasse. Ja, kaum zu Hause. Und gerade in so einem Moment nicht. Na gut, jetzt will ich aber gleich wieder hoch, damit sie nicht so lange alleine ist. Okay. Ciao. Hadi, der Schwerlastfahrer, ist schon wieder unterwegs mit Anlagenteilen. Die Nacht beginnt mit einer Hiobsbotschaft. Eigentlich wollte er dieses Wochenende seinen Hochzeitstag feiern. Aber gerade hatte er erfahren, dass sich sein Dienstplan verschiebt. Ich komme Wochenende nicht nach Hause. Ja, weil ich arbeiten muss. Haben Sie dir heute gesagt, oder wie? Heute gesagt. Dann haben wir ja den Tisch wieder abgestellt. Ja, ist doch scheiße. Mittag. Mittag. Mittag, es ist Mittag. Jetzt machen wir uns was zu essen. 30 Mittag. Ja, jetzt machen wir uns Mittag. Weil das ist uns, für uns Mittagszeit. Pünktlich 0.30 Uhr morgens in Deutschland. Wir machen jetzt bloß eine halbe Stunde Pause. Mikrowellenfutter dauert 4,5 Minuten. Zweimal, also 9 Minuten. Bisschen abkühlen lassen, kriegen wir das auch hin. Frisch aus der Dose. Yes. In die Raststätte nebenan wollen sie nicht. Das da drüben kannst du ja nicht leisten, den Scheiß. Und dauert ewig. Das ist geil. Beim Essen regen sie sich immer noch auf. Der neue Zeitplan wirft alles durcheinander. Sie können nicht wie üblich am Freitag, sondern erst am Samstag auf der Baustelle abladen. Alle Pläne fürs Wochenende im Eimer. Ja, die Leidtragende ist immer meine Frau. Die kriegt das halt immer ab. Leider. Ich könnte mir manchmal selber einen Arsch beißen, weil das so ist. Aber ich kann ja auch nicht aus meiner Haut. Ja. So, jetzt fahren wir weiter. Geht weiter. Ciao. Oh, Rinder. Nee, noch nicht. Geht gleich los.
Für Polizeihauptmeister Weinhage und seinen Kollegen beginnt der Tag mit einem Spezialauftrag. Die Brandenburger Beamten nehmen Tiertransporte ins Visier. Schalten aus, Lenkrad an. Immer Tür aufmachen, bitte. Dankeschön, super. Riecht meine Verkehrspolizei, eine LKW-Kontrolle. Ich komme mal ein Stück in die Stube, also bis hier oben, an der Haustür. Die Tiere wirken apathisch, scheinen Durchfall zu haben. Kollege Ralf Rieck braucht nur einen kurzen Blick in den Laderaum, um zu sehen. Der Transporter ist für Rinder nicht ausgelegt. Die Tiere drängen sich auf engstem Raum. Ohne Streu stehen sie auf zwei Ebenen in ihrem eigenen Dreck. Auch mit der Höhe des Anhängers ist was nicht in Ordnung. Also für Rinder Transport in der Menge nicht geeignet. Ja. Das grenzt schon an Tierquälerei, oder? Na ja, ist ein Verstoß. Metereinheit, ne? Die dann so stehen. Wenn du die 4 Meter nicht einhält, wenn das Dach rauslässt? Dann passt es mit der Tierschutztransportverordnung, aber er verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung. Also wie er es macht, das wissen die, er weiß es. Der Fahrer müsste die Tiere eigentlich sofort in ein anderes Fahrzeug umladen. Aber das würde zu lange dauern. Die Rinder würden noch länger in der sengenden Hitze leiden. Ziel nahe ist, lassen die Polizisten ihn ausnahmsweise fahren. Und nächstes Mal, ja? Dann wird umgeladen. Ja, müssen. Der wusste genau, dass das alles nie passt. Das wusste der ganz genau. Meldung ans Veterinäramt. Die Firma wird wohl kaum ungeschoren davonkommen. Wenn ich ehrlich bin, ich sehe mich bloß wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, mehr nicht. Mehr sehe ich da nicht. Weil in meinen Augen hier der Kontrolldruck nicht hoch genug ist, aber ich sehe, was wir jeden Tag feststellen und wie hoch unser Kontrolldruck ist und was dann jeden Tag noch an uns vorbeifährt, was nie kontrolliert wird. Ich weiß es nicht. Sie sind gerne Polizisten, aber manchmal fühlen sie sich auf verlorenem Posten. Samstag früh. Adis Truck in der Warteschlange. Es dauert ewig, bis sie einen Platz für seine Ladung haben. Er seinen Laster darunter wegziehen kann. Der Boden gibt immer wieder nach. Die Hinterreifen müssen extra gelenkt werden, per Fernbedienung. Erst jetzt kann er zusammenbauen für die Heimfahrt. Er trauert um sein verpatztes Wochenende. Letztes Wochenende war super. Aber da hatten wir uns ja ausgemacht, dass wir dieses Wochenende irgendwo schön essen gehen wollen. Und mal ein Wochenende, ein freies Wochenende haben. Ohne Kinder. Mal wenigstens für ein paar Stunden. Mal abschalten, nur wir beide, weil die Zeit ist ja auch viel zu wenig. Hardy baut auf Normallänge zurück. Gar nicht so einfach. Er muss es fast alleine machen. Sein Begleiter ist im Urlaub. Einfach nur Dilettanten, ey. Hast du einmal deinen Begleiter nicht bei, schon ist alles scheiße. Aber dann mit Kraft und Schmackes. Geht doch. Hardy beschließt, bis 15 Uhr durchzufahren. Länger darf er samstags nicht. Er hat einen Plan. Auf einem Rastplatz den Aufleger abkoppeln, um dann mit der Zugmaschine allein doch noch zum Hochzeitstag nach Hause zu kommen. Ach, kurz bitte dann. Er ist geladen. Ja, wenn Samstag abladen ist, das geht mir so auf den Sack. Glaubst du gar nicht. Mir so auf den Sack. Weil ich da mal absolut nicht mit dir links bis frei. Weil absolut damit die Anne gerichtet habe. Jetzt ist recht. Er will seine Frau überraschen. 11 Uhr, noch 400 Kilometer bis Brandenburg. Aber es gibt ein Problem. Oh, Scheiße. Ich komme. Nee, der wird nicht. Scheiße, was ist denn das? Hardys Schwerlaster bläst Rauchwolken in die Luft. Sieht nicht nach Abgasen aus. Hardy muss anhalten, auf der Einfädelspur. Die Autos rasen einen Meter an ihm vorbei. Ungerührt bückt er sich in die Radläufe.
voll gequalmt. Er vermutet einen Bremsdefekt, hat aber immer noch keine Ahnung, was da genau los ist. Ist aber nicht mehr. Qualmt nicht mehr, ne? Schnell weiter, weg von hier, bevor doch noch was passiert. Vorsichtig fädelt er ein, aber von wegen Entwarnung. Sofort qualmt es weiter. Bis zum nächsten Parkplatz sind es noch 10 Kilometer. Hadi schleicht im Schneckentempo dorthin. Das Problem ist gravierender, als ihm lieb ist. Oh, hier hat sich der hier hat sich eine Bremsbacke verabschiedet. Hier drinnen. So, was hast du da für ein Problem? Die Bremse ist fest. Hier, Brems. Und wahrscheinlich ist wahrscheinlich eine Bremse abgerissen. Ach nee, hier. Jetzt ist sie wieder lose. Mal sehen. Die hat sie verhakt. Aber jetzt muss er die kaputten Reifen wechseln und die Bremsen schmieren. Das wird Stunden dauern. Das Ende seiner Pläne. Nicht mal mehr die Überraschung ist drin. Wochenende. Als Scheiße hier. 10 Meter neben der Autobahn. Herrlichster Sonnenschein. 270 Kilometer vor der Heimat. Am Arsch der Welt. Hochzeitstag im Niemandsland. Die Richtung müssen wir. Und hier sind schon die Zelte. Erich Altmüller, der Termintracker aus der Pfalz. Noch immer ist er mit seinen Spenden unterwegs. Gestern war er in Dresden, heute kommt er in Marburg an. Gar nicht so einfach, den Eingang zum Flüchtlingslager zu finden. Er steht schon mal Welcome. Ob die uns meinen? Mit Welcome. Müssen wir hier rein? So. Sie haben jede Menge Wasser dabei und Popcorn für die Kinder. Die Sicherheitsmaßnahmen sind streng. Dieses Lager ist ganz neu eingerichtet. Erst halb belegt. Mehrere hundert Schutzsuchende werden im Laufe der Woche noch dazukommen. Im Nu organisieren sich die Flüchtlinge zu einer Menschenkette. 10.000 Liter Wasser wollen erst einmal abgeladen sein. 2 Stunden harte Arbeit. Erich hört unverhofft noch mal zum Opa. Ich kann das Gefühl, das ist es. Als Glücksgefühl beschreibe. Das ist ein Gefühl, etwas geschaffen zu haben, was ich vorher in meinem ganzen Leben noch nicht geschaffen habe. Die jungen Männer kommen ordentlich ins Schwitzen. Erich ist voll und ganz mit der Kinderbetreuung ausgelastet. Auch der Popcornstand kommt an. Opa Erich ist fasziniert von der kindlichen Freude. Die Augen, die leuchtenden Kinderaugen. Wenn dir die kleinen Kinder die Händchen entgegenstrecken und du musst die. Das ist unbeschreiblich, das kann man nicht beschreiben. Immer noch eine Popcorn-Tüte. Dafür stehen sie stundenlang an. Trucker Erich schließt neue Freundschaften. Mein Freund? Okay. Wie heißt du? Erich. Wie heißt du? Erich. Ich hoffe, dass die Tränen wegbleiben jetzt, weil ich bin so gerührt und so emotional. Das ist wirklich, also das Erlebnis, das möchte ich nie wieder missen, sowas. Erich, der Teilzeitrentner zwischen Alltagstrott und Autobahn, scheint seine Aufgabe gefunden zu haben. Auch im Haushalt hat er sich gemacht. Und vor neuen Fahraufträgen kann er sich kaum retten. Kai hat sich mittlerweile an den neuen LKW gewöhnt. Seiner Tochter geht es inzwischen wieder richtig gut. Alle beide LKW gehen? Ja. Ja. Und? Licht, machst du Licht an? Hadi hat es zwischendurch tatsächlich mal wieder nach Hause geschafft. Aber auch dieses Wochenende verging wieder wie im Flug. Ich ruf sowieso an. Du kannst gleich rein. Papa muss erst die Tasche noch ordentlich hinstellen. Ne? Genau. Also ich auf alle Fälle morgen Abend.